eine lange Tradition in der katholischen Kirche, dass Menschen selig oder heilig gesprochen werden. Warum? Nun, damit wir uns an sie erinnern und aus ihrem Tun etwas lernen. Ein Westerwälder ist jetzt selig gesprochen worden, Richard Henkes. Es war eine große Feier, aber viel wichtiger ist sein Tun, seine Nächstenliebe, von der wir heute lernen können und die in diesen aktuellen Zeiten wirklich wichtiger denn je ist. Ein Bericht von Timo Kessler. Der Dom zu Limburg. Feier zur Seligsprechung von Richard Henkes. Palutinerpater Manfred Probst war Pastulator. Er hat alles zusammengetragen. Sehr bald nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nahm Pater Henkes auf der Kanzel und in der Schule Stellung gegen die nationalsozialistische Ideologie und kam bald ins Visier der Gestapo. Henkes meldete sich freiwillig, um Typhuskranke im KZ zu pflegen. Eine todesansteckende Krankheit. 1945 starb er in Dachau. Sein tiefer Glaube, den er hatte, das Gottvertrauen, das er hatte und das ihn dazu geführt hat, Gott in die Welt zu tragen und den Menschen zu dienen. Er hat sein Leben hingegeben, völlig freiwillig, indem er Menschen geholfen hat, die an Typhus krank geworden sind. Auch der Bischof von Limburg ist bewegt vom Handeln des Palutinerpaters. Wahrhaftigkeit, das dürfen wir ja jetzt auch im Gebet am Gedenktag des seligen Richard sagen, dass er diese besondere Liebe zur Wahrhaftigkeit hatte und sich davon nichts und niemand hat aufhalten lassen. Er ist ein Zeuge dafür, dass jeder Mensch eine grundlegende Würde hat, die niemand nehmen darf und niemand nehmen kann, und zwar vom Anfang bis zum Ende des Lebens. Und da ist er ein wunderbarer Zeuge. Richard Henkes, in Ruppach-Goldhausen im Westerwald geboren, liebte seine Heimat. Und sie feiern seine Seligsprechung. Jahrelang hatte man hier mitgefiebert. Gilt es, Henkes doch als Friedensstifter zwischen Deutschen, Tschechen und Polen zu verehren. Maybe black, maybe white, as you are right. Vertreter der Partnerstadt waren eingeladen. Wir verdanken Menschen wie Henkes, dass heute viele für Frieden und Freiheit einstehen. Henkes hat das Verbrechen der Nazis beim Namen genannt. Damit ist er heute ein wichtiges Vorbild für alle. Und ich meine, wir Jugendliche, wir sind 14, wir konnten uns das damals, oder als uns das Projekt vorgestellt wurde, nicht richtig vorstellen, wie das ist, in einem KZ oder besser gesagt in einem Konzentrationslager zu sein. So vorstellen, wie schlimm das für einen ist. Und wenn man erstmal einen Eindruck davon bekommen hat, wie die Leute dort gelitten haben müssen, ist die Interesse für das Thema natürlich auch nochmal extremst geweckt worden. Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde die Seligsprechung auch im Westerwald gefeiert. Den Mut, den Richard Henkes aufgebracht hat, sich offen gegen das Regime zu stellen, war immens. Wer von uns hätte diesen Mut? Und Vertrauen in Gott ist harte Arbeit, auch die wird einem nicht einfach geschenkt. Christus braucht unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Richard Henkes ließ sich im KZ Dachau auf die Typhusstation einteilen als Pfleger. 8 Wochen im Einsatz, dann starb er. Er hatte sich infiziert. Er duckte sich nicht weg vor der Gewalt der Nazis. Dafür wollen wir uns an ihn erinnern. Seliger Pater Richard Henkes, du hast den Ruf in die Nachfolge Jesu angenommen. Du bist derzeit, zu der Zeit, als Menschen sich über andere stellten, für die gleiche Würde aller eingetreten. Du hast dich für Wahrheit und Versöhnung eingesetzt und dein Leben hingegeben in der Pflege todkranker Mitgefangener. Wir danken dir für deinen Mut und dein Gottvertrauen. Stehe uns bei, wenn wir auf dem Weg unserer Berufung unsicher sind, wenn uns der Mut verlässt, uns für unsere Mitmenschen einzusetzen, wenn wir gebraucht werden zur Versöhnung und zum Guten miteinander. Das ist es, warum wir uns noch heute an ihn erinnern sollen. Richard Henkes,
ein Vorbild. Es ist ein Fest, das einen hohen Preis hat, nämlich ein Menschenleben. Und wir feiern heute sehr fröhlich, aber das darf man nicht vergessen, dass ein Mann, ein Mitbruder, das Leben dafür gab, dass wir heute so fröhlich feiern können. Ja, der Herbst ist ein Maler und malt wirklich alles an. Insofern wünschen wir Ihnen natürlich von Herzen eine bunte Zeit und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Heimat, die Kunst, gut zu leben.